Ich habe Ihnen ja gesagt, auf die ersten vier Piano-Axiome gehen wir erstmal gar nicht ein, sondern da erinnere ich Sie an mathematisches Experimentieren und ganz besonders auch an das mathematische Experimentieren hier mit den Kühen von Giuseppe. Also das ist die Erinnerung. Hausaufgabe, nur ein kleiner Vorblick. Habe ich für Sie Folgendes vorbereitet. Die ganzen Axiome, dass Sie sich die nochmal visualisieren. Und zwar, das haben wir ja gemacht eigentlich im mathematischen Experimentieren. Nehmen Sie sich das nochmal vor, was Sie da für Mitschriebe haben. Nehmen Sie sich diese Versuchsanleitung nochmal vor. Und dann erinnern Sie sich daran, dass diese Aufgabe. Ja. Und visualisieren Sie nicht die Piano-Axiome direkt, sondern ich habe Ihnen damals auch schon mitgeteilt im mathematischen Experimentieren, dass es manchmal wichtiger ist, sich eine Vorstellung, eine Vorstellung von dem zu machen, wie was aussehen kann, wie ein mathematisches Objekt aussehen kann, wenn eine Eigenschaft nicht zutrifft. Und genauso ist es hier auch. Ja? Eine Vorstellung davon zu machen, wenn diese Begriffe bzw. Sätze nicht gelten, zu entwickeln. Und visualisieren Sie damit für jedes Piano-Axiom ein Beispiel einer Zahlenmenge, in der dieses Axiom nicht gilt. Ja. Also da müssen Sie ein bisschen nachdenken, aber mit dem mathematischen Experimentieren kommen Sie weiter. So, jetzt haben wir ja neue Sicherheit gewonnen mit dem Verfahren der vollständigen Induktion. Oder in dem Sinne neue Sicherheit, in dem Sinne, dass wir jetzt wirklich sicher sind, dass wir da was beweisen, weil wir ja unser P5 haben. Ja, das sagt uns ja, dass wenn wir dieses Verfahren abarbeiten, dass wir dann einen wahren mathematischen, also einen richtigen mathematischen Satz bekommen, ja, wenn wir das abarbeiten an einer Eigenschaft. Und das wollen wir gleich noch ein bisschen üben, und zwar mit dem, was Sie vielleicht auch schon aus anderen Vorlesungen kennen, weiß ich nicht genau, könnte sein, was wir hier auch noch brauchen werden mit dem Rekursionssatz. Da werden wir es üben, das ein bisschen, ich freue mich da besonders drauf, weil das erste Mal so richtig schöne Mathematik hier ist. Ja. So, das Erste zu diesem Satz, ziehen Sie sich den mal so eine Minute rein, also schauen Sie sich den mal an und ich lese den auch dann mal ruhig vor und dann wollen wir natürlich wissen, wie der heißt, ja klar, und zweitens wollen wir verstehen, was da eigentlich steht. Und drittens wollen wir den natürlich beweisen. Ich habe noch nicht erwähnt, dass es überhaupt kein Problem ist. Wir hatten das mal kurz angesprochen, glaube ich, vor langer Zeit, ob ich jetzt bei dem Beweisverfahren der vollständigen Induktion bei 1 starte oder bei 0. Das macht keinen Unterschied. Also der Induktionsanfang ist beliebig, ja. Entsprechend kann man natürlich auch die Piano-Axiome auf N0 übertragen. Ja? Kein Problem. Hier fange ich bei N0 an. Also mit 0 nehme ich die natürlichen Zahlen mit der 0. So, ich lese mal langsam vor. Also sei M aus N0 und sei R eine Rekursionsvorschrift. Auf der Menge der natürlichen Zahlen mit der 0 gibt es genau eine Funktion, die durch diese zwei Bedingungen hier, also f an der Stelle 0 gleich m und f
von dem Nachfolger von n, also n' heißt der Nachfolger von n, ist gerade r angewendet auf n und f von n, für alle n aus n0 definiert ist. Also erstens, Name dieses Satzes, der ist so wichtig, dass er einen eigenen Namen bekommt, das ist der Rekursionssatz. Zweitens, wir wollen ihn verstehen, dazu gehört, dass wir erstmal uns klar machen, dass n' Bezeichnung n' ist der Nachfolger von n. Also klar, der Nachfolger von 1 ist 2, der Nachfolger von 23 ist 24 und so weiter. Nachfolger von 0, weil wir bei 0 sind, ist 1. Klar. Dann haben wir hier ja entsprechend die erste Gleichung, das hier. Das ist der Rekursionsanfang. Nennt man den Rekursionsanfang? Ja, Sie sehen ja, da wird das f irgendwie für 0, also den Anfang, festgelegt, definiert. Das r ist eine Rekursionsvorschrift, die hier angewendet wird. So ein geschwungenes R. Und hier steht ja schon, was das eigentlich ist. Schauen Sie, seien Sie jetzt nicht verwirrt, dass da so ein kartesisches Produkt steht. Ich glaube, Sie können damit schon umgehen. Müssen sich nur vorstellen, es sind Paare natürlicher Zahlen. Ja? Also es ist die Menge der Paare natürlicher Zahlen, einschließlich der Null. Und dann haben Sie hier nichts anderes. Das ist eine Funktion. Ja? Also eine Funktion von n kreuz n, n kreuz n0 kreuz n0 nach n0. Ja? Wir werden sehen, was das für Beispiele sind. So, bei dem f, das sehen Sie ja hier in dieser zweiten, bevor wir noch auf dieses zweite genauer eingehen, was das eigentlich sagt, eigentlich müssten Sie sagen, zu jedem r gibt es so ein f Index klein, Index r. Ja? Also wenn Sie hier das r anders wählen, kriegen Sie hier ein anderes f raus. Ja? Lass mal aber weg. Ja? Das ist klar. So, und was heißt es jetzt? Was heißt es jetzt eigentlich? Genau. Das heißt, der Zahl 0 hier in dieser ersten Gleichung wird durch f der Wert m, also die Zahl m zugeordnet. Als Wert f von 0 will ich gleich mal hinschreiben. Also das ist ja gerade das 1. Und wenn das r angibt, ja, das R gibt an, wie man für ein beliebiges N aus dem N0 von Fn nach Fn' kommt, also von dem Wert von F an der Stelle N zu dem Wert von F an der Stelle, an dem Nachfolger, an der Stelle des Nachfolgers von N,
Also zu dem Wert der Funktion f an der Stelle bei dem Nachfolger von n. Das ist ja sozusagen die Aussage von 2, der Gleichung 2. Dann sagt uns der Satz, dann ist dieses f schon für alle natürlichen Zahlen einschließlich der 0 definiert, also auf der ganzen Zahlenmenge in 0 definiert. Ja, und zwar, schauen Sie mal, da oben steht, da steht sogar noch mehr, da steht nicht nur, dass es eine Funktion gibt, sondern es gibt genau eine Funktion. Das heißt, die Aussage ist nicht nur, dass es eine gibt, sondern die ist auch noch eindeutig. Oder festgelegt, ja, definiert oder festgelegt. So, und jetzt denken Sie nochmal dran, wie, das war ja irgendwie so fast, es erinnert uns wieder so ein bisschen an das Beweisverfahren der vollständigen Induktion. Ja? Da hatten wir auch sowas, wir hatten den Induktionsanfang. Die Aussage gilt für n gleich 1 oder für n gleich 0, ja, je nachdem. Und dann hatten wir die Induktionsannahme. Wenn ich annehme, dass die Aussage gilt für n, dann muss ich im Induktionsschluss zeigen, dass es auch für n plus 1 gilt, also den sozusagen Nachfolger von n. Und wenn ich das gezeigt habe, dann gilt es schon für alle natürlichen Zahlen. Es erinnert uns wieder, ist wieder genauso ähnlich. Und in der Tat steckt in diesem, oder was heißt steckt in diesem Rekursionssatz? Dieser Rekursionssatz ist eine direkte Folge aus P5 bzw. Dem Beweisverfahren der vollständigen Induktion. Ja, also beweist man mit vollständigen Induktion. Genau müssen wir natürlich zwei Sachen zeigen. Hier steht es ja auch schon. Erstens, es gibt so eine Funktion, Existenz,